Leute und herzlich willkommen. Heute habe ich mal einen dicken Fehler mitgebracht und zwar ein Fahrzeug ohne Leistung und mit Fehlerspeichereintrag und mit der Motorlampe, die im Kombiinstrument aufleuchtet. Was hat das Auto für ein Problem? Und zwar habe ich das schon vor ein paar Tagen ausgelesen und gesehen, dass dort steht Saugrohr defekt. Das wird den Fehlerspeichereintrag, den werdet ihr gleich mal sehen. Den werde ich auch nämlich einblenden. Ja, und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Und die Sache ist, Leute, für dieses Auto gibt es nur das komplette Saugrohr zu kaufen, welches irgendwie um die 800 Euro kosten soll. Heißt also ein komplettes Saugrohr mit einem Stellmotor dran, wo der Stellmotor kaputt ist. Ja, nach einer kurzen Suche habe ich hier Ersatz gefunden. Und da würde ich sagen, bevor ich weiterrede, schauen wir uns einmal die Vorgehensweise an, wie ich mir das, wie ich den Fehler auf die Spur komme und wie dieser Stellmotor gewechselt wird. Danach sehen wir uns hier wieder am Tisch und dann gibt es das Schlusswort. Los geht's! Ja Leute, wie wir hier sehen können, haben wir ein Problem mit dem Ansaugkrümmerdämpfersensor. Signal nicht plausibel, permanent. Heißt also, wir müssen gucken, was das für ein Teil ist. Und da würde ich sagen, ich zeige euch mal was. Wir machen ganz einfach eine Stellglieddiagnose. Hier haben wir die Ansaugkrümmerdrossel und die wollen wir jetzt mal ansteuern und gucken, ob diese funktioniert. Das ist dieser Motor, der macht gar nichts. So, wenn ich den jetzt berührt habe, hier, könnt ihr das sehen, guck mal. Dann ist er hochgegangen und gleich geht er wieder von alleine zurück. Das war die Stelldiagnose und da hat man wunderbar gesehen, erst als ich den berührt habe, ist er tatsächlich aufgegangen, zugegangen. Und da würde ich sagen, dieses Teil muss neu. Um den zu wechseln, müssen wir hier einmal erstmal den Stecker abmachen. Eigentlich nichts Wildes. Hier sind dann nur noch drei Schrauben. Die holen wir mal gerade raus. Zu beachten ist, das würde ich euch gerne von dieser Richtung zeigen. Und zwar haben wir hier so einen Arm, das ist die Halterung, die Verstellung, die muss ab und da ist noch eine Feder, die müssen wir auch abmachen, an den neuen Motor einbauen. Die kriegen wir am besten so ab mit dem Schraubendreher. So, und da ist auch die Feder dran. Müssen wir gucken, dass wir die gleich umbauen. Achtung, die kann verloren gehen. Dann haben wir ein Problemchen. So, hier der neue Motor. Da kommt die Feder drauf. So wird die reingehangen. Da müssen wir darauf achten, dass wir die hier hinten auch einhängen. So. Und den Hebelarm, der hier unten ist, so hier drauf bekommen. Und es sitzt. Ja, jetzt bleibt uns nur noch eins. Schrauben festziehen und gucken, ob der funktioniert. Ja, und jetzt, wo der hier zusammengebaut ist, würde ich sagen, starten wir die Stelldiagnose und gucken mal, ob der sich jetzt endlich wieder bewegt und ob wir den Fehler wegkriegen. So, hier können wir sofort sehen, der Fehler ist nur noch sporadisch, heißt also, wir können den löschen und nach dem Löschen kommt kein Fehler. Jetzt machen wir eins, jetzt machen wir wieder die Stelldiagnose und schauen uns an, wie der Stellmotor sich bewegt und ob der sich überhaupt bewegt. Das kommt direkt. So, und hier können wir sehen, wie der anfängt, sich zu verstellen. Habt ihr das gesehen? Von alleine, ganz von alleine, geht er vor und zurück. Wunderbar, es ist gelungen. Ja, habt ihr das gesehen? Also erstmal den Fehlerspeichereintrag und dann die Stellglieddiagnose. Also, hier ist der alte Stellmotor. So sieht das gute Stück aus. Und zwar, als ich die Stellglieddiagnose gemacht habe, hat der hier sich kein Millimeter gerührt. Aber als ich mit dem Schraubendreher hier ganz leicht berührt habe, zack, da ist er dann aufgefahren. Und das interessiert mich, was hier kaputt ist. Also,
Ich kenne bei diesem Teil die Probleme eigentlich, da gehen die Zahnräder drinnen kaputt. Aber ich kann es mir kaum vorstellen, denn ich merke hier keinen Widerstand oder kein Verhaken oder Hängen, was hier kaputt sein kann. Ich würde sagen, wir schrauben das mal auf und schauen einmal rein, was da eigentlich drinnen kaputt gegangen ist. Vielleicht finden wir ja irgendeinen Fehler. So, der Deckel ist nun aufgeschraubt, das waren insgesamt 5 Schrauben und hier kann man den irgendwie aufziehen, der ist geklebt oder sowas, hängt ein bisschen fest. Ich muss einfach mal einen Schraubendreher zur Hilfe. So. Wenn ich mir das hier anschaue, dann muss ich schon sagen, ist schon ziemlich viel Staub da drin. Ne? Schaut mal. Und Verschleiß an den Zahnrädern. Ja, gar nichts. Ne? Schaut mal. Kein Verschleiß am Zahnrad. Hier auch nicht. Dann haben wir hier das. Das dreht sich so. Auch kein Verschleiß am Zahnrad. Und hier haben wir den Motor. Ich kann so nichts erkennen. Ja, so ohne weiteres ist hier gar nichts zu erkennen, was hier tatsächlich kaputt sein könnte. Warum der einfach ja, nicht funktioniert hat. Warum man den so ein bisschen Schwung geben muss, damit er läuft. Und das ist für mich ein Rätsel. Ich kann mir nur eins vorstellen und zwar, hier ist so viel Staub drin, also das ist alles, ja, das sind, ne, schaut mal, das ist von den Motorkohlen. Das habe ich jetzt gerade nur rausgeklopft. Das ist nur von den Motorkohlen und da glaube ich einfach, ja, dass das vielleicht sogar der Verursacher war, dass die Kohlen abgenutzt sind. Und deshalb der Motor nicht funktioniert. Deshalb, was machen wir als nächstes? Wir bauen den Motor aus und schauen uns die Kohlen an, ob die tatsächlich verbraucht sind. Ja, hier haben wir das Motörchen. Und jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den zerlegen. So, der Motor ist auseinander. Hier haben wir es. Hier haben wir die Welle. Hier sitzt jetzt noch das Zahnrad drauf. Aber ich sehe schon, der Kollektor ist ziemlich verbrannt. Die Kohlen, die sehen ganz gut aus. Aber ich zeige euch mal den Kollektor. Könnt ihr das erkennen? Der ist hier schon ziemlich schwarz. Und da könnte ich mir vorstellen, dass hier ganz einfach was drin durchgebrannt ist. Und alles ist voller... Und alles ist voller Motorkohle. Ne? Das sieht nicht mehr so gesund aus. Hier kann man sehen, die Motorkohlen, wie tief die noch sitzen. Also die sind eigentlich noch lang genug. So, hier, hier auch. Ich würde sagen, wir holen die Kohlen mal raus und schauen uns die mal an. Die Kohlen rauszuholen, mache ich hier die Feder. Hier raus. Die Vorspannung raus und dann fällt die Kohle eigentlich auch schon raus. So. So, und so sieht das Kohlestück aus. Ja, lang genug ist es. So, nochmal aus der Nähe. Hier haben wir den Kollektor. Der ist ganz schön verbrannt. Das war möglicherweise der Verursacher. Ja, Leute, eine richtige Diagnose ist hier einfach schwierig zu stellen. Denn
Ja, denn ich sehe so keine Beschädigung. Normalerweise kenne ich das, dass hier die Zähne von diesen Zahnrädern, dass die einfach kaputt sind. Aber in diesem Fall, ja, ist es nicht so. Ich vermute tatsächlich, es liegt an den verbrannten Stellmotor und ja, an den verbrannten Kohlen. Gut, ja, und das wär's für heute. Ja, how to Stellmotor für Saugrohr ersetzen, der eigentlich ja um die 800 Euro kostet, aber Ersatz bekommt man schon für ja 160 Euro ungefähr muss man bezahlen, ja, um diesen Stellmotor zu bekommen. Ich werde das mal unten in der Videobeschreibung reinschmeißen, diesen Stellmotor. Da gibt es auch viele verschiedene. Einer ist für Saugrohrklappe, einer für Sechszylinder, Dreiklappen und sowas. Und die Unterschiede sind manchmal wirklich minimal. Hier bei diesem ist es so, dass hier diese Federnut, ne, die ja hier zu sehen ist, für die Feder, das hat er bei manchen anderen zum Beispiel nicht. Der hier benötigt das, damit es funktioniert. Und ja, es war erfolgreich. Die Motorlampe ist aus, das Auto fährt, hat wieder Leistung. Ja, und ich bin soweit zufrieden. Ja, Leute, und da würde ich sagen, bin ich am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich auf eure Kommentare, die ihr mir unten in der Videobeschreibung da lasst. Und würde sagen, wir sehen uns demnächst auf YouTube. Ciao, euer Schrauber.